Die Wehrmacht. Deutsche Soldaten haben Europa überrannt unter dem Oberbefehl Adolf Hitlers. Immer wieder kommen Soldaten und Offiziere in Konflikt mit ihrem Gewissen. Zigtausende Soldaten erlebten Untaten, denen Wehrlose und Zivilisten zum Opfer fielen. Doch nur wenige ziehen daraus die Konsequenzen. Wie groß waren die Spielräume, die die einzelnen Offiziere und Soldaten hatten? 10 Millionen Männer werden an der Ostfront eingesetzt. Ein Vernichtungskrieg. Waren sie Vollstrecker von Hitlers verbrecherischen Plänen? Oder war es der Krieg der Wehrmacht selbst? Wurden deutsche Soldaten zu skrupellosen Mördern? Oder gab es nur Grausamkeiten, wie jeder Krieg sie mit sich bringt? Welche Rolle spielte die Wehrmacht bei den Verbrechen, die in deutschem Namen geschehen sind? An vielen Kriegsschauplätzen kam es zu brutalen Verstößen gegen die Regeln der Menschlichkeit, gegen das Völkerrecht, Verbrechen an der Zivilbevölkerung, an Kriegsgefangenen, Beteiligung am Holocaust. Viele Fälle sind dokumentiert. Was haben einfache Soldaten davon gehört oder gesehen? Waren sie mitschuldig? Zufällige Erinnerungen nach 60 Jahren. Wir hatten anders, muss ich ehrlich sagen. Was die Leute machten, waren sehr, ja. Hauptsache, wir kamen einigermaßen heraus. Ja. Ich habe meine Pflicht tun müssen. Verstehen Sie, ich kann nicht sagen, jetzt sehe ich, das ist schief. Da kann ich nicht ausscheren, das geht nicht. Und da guckten wir durch das kleine Fenster raus und sahen dort an einer Reihe aufgehängt Menschen, tote Menschen aufgehängt. Die Wehrmacht war im Grunde sauber. Ich habe nur anständige Menschen kennengelernt, kann es nicht anders sagen. Es gab unter Soldaten, die gibt es schon bei jeder Einheit, gab es ausgesprochene Schweinehunde. Denen war nichts heilig, die gab es da bei uns. In jüngster Zeit ist die Frage nach den Verbrechen der Wehrmacht genauer erforscht worden. Erbitterte Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit haben neue Studien angestoßen. Das Ergebnis ist facettenreich. Es gab verbrecherische Befehle, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Aber es gab auch Soldaten, die der Stimme ihres Gewissens folgten. Neu entdeckte britische Geheimdienstakten. Sie enthüllen, was die deutsche Militärelite wirklich dachte. Alle Generäle, die in britische Gefangenschaft gerieten, wurden rund um die Uhr abgehört. Die Protokolle geben einen einzigartigen Einblick in die Vorstellungswelt der Spitzenmilitärs. Von rund 3000 Generälen der Wehrmacht waren 84 in einem luxuriösen Gefangenenlager untergebracht, dem Herrensitz Trent Park. Sie führten Gespräche, die zeigen, wie sie wirklich dachten, dank der Abhöraktionen des britischen Geheimdienstes. Einer von ihnen ist General Heinrich Eberbach. Sein Sohn, ebenfalls in Trent Park, vertritt eine harte Linie. Dem Vater dagegen kommen erste Zweifel. Die englischen Geheimdienstlauscher können sich über so viel Offenheit nur wundern. Man kann vielleicht so weit gehen, dass man sagt, gut, es müssen eben diese Millionen Juden oder wie viele wir immer umgebracht haben, gut, das musste eben sein im Interesse unseres Volkes. Aber die Frauen und die Kinder, das musste nicht sein. Das ist das, was zu weit geht. Nun ja, wenn die Juden, dann auch die Frauen und Kinder. Oder mindestens die Kinder. Das brauchen die gar nicht öffentlich zu machen. Aber was nützt mir das, wenn ich die alten Leute umlege? Das geht einfach zu sehr gegen die Menschlichkeit. So wie Heinrich Eberbach werden viele der Generäle von Schuldgefühlen geplagt. Der Historiker Sönke Neitzel hat die Abhörprotokolle entdeckt und ausgewertet. Er stieß auf eine entlarvende Offenheit in den Gesprächen der Spitzenmilitärs. Kriegsverbrechen waren ein Thema, das die hochrangigen Gefangenen von Trent Park nicht mehr losgelassen hat. Sie haben die Dimension erkannt, dieses Menschheitsverbrechens, was sich dort vollzogen hat. Und das hat sie beschäftigt, weil das einem gewissen Wertehorizont widerstrebte. Das entsprach dem nicht. Auf der anderen Seite waren sie drin involviert. Sie waren ja Teil der Wehrmacht. Sie hatten Kommandogewalt. Also wie bringt man das in Einklang? Das ist eine quälende Frage gewesen, die diese Generäle monate- und jahrelang beschäftigt hat.
und einfache Soldaten? Max Gotthardt wächst in Hamburg auf. Er soll ein harter Mann werden. Doch niemand kann ihn gegen die schlimmen Erfahrungen des Krieges immunisieren. Zum Beispiel, wenn man einen Freund verliert. Das war ein Kamerad aus Düsseldorf. Und wir mussten irgendeine komische Höhe da erobern. Und wir mussten bergauf. Er geriet in Maschinengewehrfeuer und ist von oben bis unten durchgeschossen worden. Und da habe ich mich übergeben. Und das war aber nachher gang und gäbe. Aber das war bitter. Peter Schilling ist wohlbehütet in einem Pfarrhaus aufgewachsen. Mit 18 Jahren meldet er sich voller Kriegsbegeisterung freiwillig zur Wehrmacht, obwohl die Eltern gegen die Nazis sind. Ich wollte zur Kriegsmarine. Einer meiner Onkels war später Konteradmiral. Und ich wollte sogar ein Offizier werden. Und ich fand das schick, mit so einer schicken Mütze auf. Aber ich wurde dann abgelehnt, weil damals noch die Kriegsmarine nur Menschen haben wollte, die keinen Seefehler hatten. Und ich hatte irgendwie, war ein bisschen kurzsichtig. Ein halbes Jahr später hatten sie mich mit Kusshand genommen, aber da wollte ich dann nicht mehr. Stattdessen wird er an der Ostfront eingesetzt. Ein Krieg von nie gekannter Härte steht ihm bevor. Hitler will für sein Reich sogenannten Lebensraum erobern, ein Vernichtungskrieg. Die Rote Armee wehrt sich erbittert. Viele Wehrmachtssoldaten erleben erstmals schwere Kämpfe. Wilhelm Keitel, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, hat schon vor dem Russlandfeldzug den Kommissarbefehl herausgegeben. Der berüchtigte Befehl, abgestimmt mit den Spitzen der Wehrmacht, verlangt die sofortige Erschießung der politischen Kommissare der Roten Armee, wenn sie in Gefangenschaft geraten. Die Kommissare wachen über die Disziplin der Sowjetsoldaten, notfalls mit Waffengewalt. Zu erkennen sind sie nur an einem roten Stern auf dem Ärmel. Den Befehl hat uns also pflichtgemäß, so sagt er, unser Kompaniechef, an diesem Abend vorgelesen. Und er fügte dazu etwas, was hat sich eingeprägt, weil wir das alle als eine große, also mit großem Mut verbunden haben. Er sagte, ich habe Ihnen das vorgelesen, weil ich es musste. Was jeder davon zu halten hat, muss er mit seinem Gewissen abmachen. Und das haben wir also als ganz großartige offene Stellungnahme gegen einen Befehl angenommen. Und wir hatten also große Hochachtung vor unserem Kompaniechef, dass er sowas gesagt hatte. Lange wurde behauptet, der Kommissarbefehl sei nur in Ausnahmefällen ausgeführt worden. Erst jetzt hat sich ein junger Historiker die Mühe gemacht, zu überprüfen, welche Beweise es wirklich für die Befolgung oder Nichtbefolgung des Befehls gibt. In der Zeit des laufenden Feldzuges zeigte sich die Bereitschaft der deutschen Truppen und Stäbe, den Kommissarbefehl zu befolgen. Die Auswertung der deutschen Akten hat ergeben, dass bei allen Armeen, bei allen deutschen Armeekorps und über 80% der deutschen Divisionen der Kommissarbefehl ausgeführt worden ist, beziehungsweise Kommissarerschießungen in den Akten nachweisbar sind. So auch im Befehlsbereich des Generalfeldmarschalls Walter von Reichenau, des Oberbefehlshabers der 6. Armee. Schon sein Vater war General in preußischen Diensten. Auch der Sohn wird nach dem Abitur Berufssoldat. 1932 lernt er Hitler kennen. Schon vor der Machtübernahme der Nazis begeistert er sich für deren Ziele. Seitdem gilt er als treuer Parteigänger Hitlers, unter seinesgleichen eher eine Ausnahme. Im Herbst 1939 erfährt Reichenau, dass Hitler schon bald Frankreich angreifen will. Er versucht aus rein militärischen Gründen, Hitler davon abzubringen, ohne Erfolg. Der Historiker Tim Richter hat durch jahrelange Forschungsarbeit viel Unbekanntes über den Feldmarschall von Reichenau herausgefunden. Nach einer
Ansprache Hitlers an die Generalität, als klar war, Hitler lässt sich von dem Entschluss zum Angriff nicht abbringen, hat er sich mit einer der führenden Persönlichkeiten des bürgerlichen Widerstandes, Karl Gördeler, in Leipzig getroffen. Und beide kamen zu dem Ergebnis, dass ein Angriff Deutschlands im Westen 39 eben verheerende Folgen haben würde. Das Einzige, diesen zu verhindern, wäre, wenn die Angriffspläne bekannt werden würden. Nach dem Treffen lässt Gördeler Reichenhaus Informationen über konspirative Kanäle an die britische Regierung übermitteln. Das ist Landesverrat. Soweit geht Reichenau, um Hitlers Entscheidung zu korrigieren. Nur anderthalb Jahre später im Russlandfeldzug zeigt Reichenau ein ganz anderes Gesicht. Bila Zerkva, russisch Bielaya Zerkov in der Ukraine. Reichenaus 6. Armee kommt Mitte August 1941 auf ihrem Vormarsch in das Städtchen und nimmt es kampflos ein. Sonderkommandos der SS beginnen, die jüdische Zivilbevölkerung zu ermorden. Im Radio wurde verkündet, dass alle Juden ein Zeichen tragen sollten. Sie wurden gezwungen, sich Judensterne umzubinden. Und dann, vielleicht 2, 3 oder auch 4 Wochen später, ich war ja erst 12 Jahre alt, wurden sie versammelt und zur Erschießung getrieben. Sie vernichteten also die Juden. Meine Mutter und ich sahen eines Tages diesen Menschenzug die Straße entlang gehen. Mehr als 800 jüdische Menschen in Bila Zerkva werden erschossen. Die Feldkommandantur der Wehrmacht unterstützt den Massenmord. Was soll mit den 90 Kindern der Ermordeten geschehen? Sie sind in einem Schulgebäude eingesperrt. Ein Stabsfahrer fährt mit einigen Offizieren dorthin, die der Sache nachgehen wollen. Kleine Kinder von 2, 3 Jahren und auch von 10, 12 Jahren, verlumpt, angezogen. Allgemein ist das ja so gewesen bei den Kindern in Russland. Das muss ich dazu sagen. Es könnte sein, dass die vielleicht 3, 4 Tage oder 2 Tage oder 5 Tage da drin gewesen sind. Also geschrien und rumgebrüllt oder irgendwie was haben sie nicht. Die waren ganz ruhig da in dem Zimmer, wo wir waren. Oberstleutnant Helmut Großkurt, Generalstabsoffizier bei der Division, die in der Stadt Quartier bezogen hat, schreibt einen Bericht. Darin heißt es: Die Räume waren angefüllt mit etwa 90 Kindern. Es herrschte ein unbeschreiblicher Schmutz. Lumpen, Windeln, Unrat lagen umher. Zahllose Fliegen bedeckten die teilweise nackten Kinder. Fast alle Kinder weinten oder wimmerten. Der Gestank war unerträglich. Großkurt verlangt eine Entscheidung des Armeeoberkommandos. Sollen die Kinder, die ohne jede Versorgung eingesperrt sind, tatsächlich ermordet werden? Verschiedene Besprechungen werden abgehalten. Großkurt erreicht Aufschub. Nun liegt die Entscheidung bei Walter von Reichenau, dem Oberbefehlshaber der 6. Armee. Kleine Kinder töten? Für ihn kein Problem. Er gibt es seinem Untergebenen Großkurt sogar schriftlich. Grundsätzlich habe ich entschieden, dass die einmal begonnene Aktion in zweckmäßiger Weise durchzuführen sei. Die Kinder werden alle ermordet. Die genaue Zahl der Frontsoldaten, die von den Mordaktionen gewusst haben, ist unbekannt. Allerdings gibt es an den Kriegsschauplätzen im Osten so viele Erschießungen und so viele Opfer, dass sich das Geschehen unter den Soldaten gar nicht geheim halten lässt. Der Vormarsch nach Osten geht weiter. Während die 6. Armee zur Wolga marschiert, bewegt sich die 11. Armee weiter südlich in Richtung Krim. Zu den ihr unterstellten Offizieren gehört Dietrich von Koltitz, damals Oberst. Er stammt von altem schlesischem Adel ab und ist bereits mit 13 Jahren ins Kadettenkorps aufgenommen worden. Ebenso wie viele andere Generäle in britischer Kriegsgefangenschaft redet er wie unter einem Zwang über die erlebten Verbrechen. Nach dem Ende der Kämpfe auf der Krim im Juli 1942 landet Oberst von Koltitz, später zum General befördert, auf dem Flugplatz Simferopol.
Ich kam an einem Tage nach dem Fall von Sevastopol. Da kam der Kommandant des Flugplatzes auf mich zu. Und da schoss es. Was, sagte ich, macht ihr etwa eine Übung? Da sagte der, um Gottes Willen, ich darf ja nicht reden. Hier werden seit Tagen Juden erschossen. Mehr noch, General von Koltitz spricht, wie die englischen Abhörprotokolle belegen, gegenüber Mithäftlingen eine schwere Selbstbezichtigung aus. Der schwerste Auftrag, den ich je durchgeführt habe, dann allerdings mit größter Konsequenz durchgeführt habe, ist die Liquidation der Juden. Ich habe diesen Auftrag allerdings auch bis zur letzten Konsequenz durchgeführt. In Sevastopol, der alten Hafenstadt, lebte eine blühende jüdische Gemeinde. Sofort nach dem Ende der Kämpfe und dem Einmarsch der Deutschen beginnt die Verfolgung der Juden durch die SS-Einsatzgruppe D, vielfältig unterstützt durch die Wehrmacht. In dem Haus, in dem wir wohnten, lebten Menschen aller möglichen Nationalitäten. Es waren Juden, Griechen, alles Mögliche. Mit einer Familie war ich befreundet. Der Junge und ich gingen zusammen zur Schule. Er war jüdisch und hieß Jakov Trevas. Er war in meiner Parallelklasse. Als die Deutschen kamen, hängten sie überall Bekanntmachungen aus. Alle Juden sollten sich in der Kommandantur melden. Danach sind die Juden zur Erschießung getrieben worden. Ich sagte Jakov, dass ich ihn verstecken würde, aber er wollte seine Eltern nicht allein lassen. Jakov überlebt nicht. Bei der Judenvernichtung beim Holocaust ist es unbestritten, dass der hauptsächliche Teil dieser Verbrechen von der SS, von den Einsatzgruppen, durchgeführt worden ist. Ohne die Wehrmacht wäre dieses Verbrechen in diesem Ausmaß allerdings nicht möglich gewesen. Die Wehrmacht hat den Holocaust teils passiv, teils aktiv unterstützt. Ohne die Wehrmacht hätte es diesen Genozid nicht gegeben. Es gibt viele Mitwisser oder Mittäter von Gräueltaten. Niemand erinnert sich gern an Massenmord. Doch der Rassenwahn prägt das Denken allzu vieler. Krupki in Weißrussland, an einem See gelegen, erlebt, wie Einheiten der Wehrmacht sich an der Judenverfolgung beteiligen. Ein ehemaliger Infanteriesoldat erinnert sich. Abends zuvor kam unser Zugführer, war Oberleutnant. Leutnant Heider oder Heiber oder wie er hieß, nicht wahr? Der kam und sagte, Jungs, morgen haben wir eine schwere Aufgabe. Wer nicht mitmachen will, braucht nicht mitmachen. Da hat ja keiner sich gemeldet und sagt, ich mache nicht mit. Und nachts um zwei war Alarm, wurde die ganze Stadt Krupki umstellt von den Schützenkompanien oder von unserer MG-Kompanie. Wir sind da so in die Häuser reingegangen und haben gesagt, hier raus und nach Marktplatz. Die Juden werden aus der Stadt getrieben, in ein benachbartes Moorgebiet mit tiefen Gräben. Man brachte uns zu diesem Graben und sagte, wir werden euch jetzt erschießen, familienweise. Da mussten sie eine tiefe Böschung runter und da mussten sich alle mit dem Gesicht so hinsetzen und hier dahinter waren die tiefen Gräben. Und da mussten immer 10 Leute die Oberkleidung freimachen und immer am laufenden Band und mussten das vor den Graben stellen. Die Wehrmachtssoldaten sichern das weitläufige Gelände, zu dem sie die Juden eskortiert haben. Das Erschießungskommando stellt die SS. Die Ränder der Gräben sind mit Brettern gesichert.
Und so stehen die Familien da, zwischen solchen Brettern, und umarmen sich, während der Deutsche schießt. Er hatte so eine kleine Waffe. Damit schießt er. Und die Leute fallen in den Graben. Kriegt immer Genickschuss, da putzelt immer eine auf den anderen drauf und in den Graben rein. Wie durch ein Wunder überlebt Sofia Schalaumowa die Erschießung. Es wird geschossen. Die Menschen fallen in diesen Graben. Und dann kommen wir dran. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob ich in diesen Graben fallen wollte oder ob ich da zufällig hineinfiel. Ich bin jedenfalls lebendig in diesen Graben hineingefallen. Niemand bemerkt, dass sie noch lebt. Es gelingt ihr, aus dem Massengrab zu flüchten, bevor die Grube zugeschüttet wird, und sich für den Rest des Krieges zu verstecken. Wie erleben einfache Soldaten die Einstellung gegenüber Juden in der Truppe? Der Soldat Peter Schilling erinnert sich an ein erschütterndes Beispiel für die menschenverachtende Haltung mancher Soldaten gegenüber den Juden. Schauplatz: Stalino in der Ukraine, das heutige Donetsk. Eine schwangere Frau, deutlich schwanger, mit einem dicken Bauch, aber hat auch einen Säugling noch auf dem Arm. Und die konnte nicht schnell genug auf einen LKW steigen. Und da hat ihr ein Soldat, ein Wehrmachtsangehöriger, ein Soldat das Baby weggerissen, hat es auf den LKW geschmissen, der für mich dunkle LKW, Frachtraum. Und dann die Frau gejagt, geknüppelt mit seinem Gewehrkolben, hinterher getrieben. Und ich war entsetzt über das, was ich da gesehen habe und erlebt habe. Und ich fragte einen der absperrenden Posten, was ist denn das für eine Sauerei hier, was passiert hier? Und der sagte zu mir ganz ruhig, ach, reg dich nicht auf, Kamerad, das sind ja nur Juden, die kommen in Arbeitseinsatz. Arbeitseinsatz, das hieß oft Erschießung. In Trent Park erzählt General Heinrich Kittel eine symptomatische Geschichte, die er in Lettland erlebt hat. Er ist antisemitisch und regimetreu und dennoch voll Arroganz und Abscheu gegenüber den Einsatzgruppen der SS. Der Ordonnanzoffizier sagt zu mir, Herr Oberst, da müssen Sie hingehen, da werden Sie was sehen. Ich bin da nur in die Nähe gegangen, das hat mir genügt. Aus Dünaburg wurden 300 Mann rausgetrieben, die hoben eine Grube aus. Am nächsten Tag kamen sie wieder. Männer, Frauen und Kinder, abgezählt. Die wurden splitternackt ausgezogen. Dann mussten 20 Frauen sich an den Grubenrand stellen, nackend, wurden abgeschossen und fielen hinunter. Wie wurde das gemacht? Mit dem Gesicht zur Grube. Die traten oben an den Rand und schossen den einfach so durch den Kopf. Einer gab das Kommando und die 20 Leute fielen wie die Scheiben in die Grube. Ich habe mich ins Auto gesetzt, bin zu den SD-Menschen hin und habe gesagt, ich verbiete ein für alle Mal, dass da draußen diese Erschießungen sind, wo man zusehen kann. Wenn die Leute im Wald erschießt oder irgendwo, wo es niemand sieht, ist das eure Sache. Aber wir beziehen unser Trinkwasser aus Tiefbrunnen. Da kriegen wir lauter Leichenwasser. General Kittel protestiert gegen die Erschießung der Juden. Aber nur, weil die Geheimhaltung nicht gewährleistet ist und weil er die Trinkwasserversorgung seiner Soldaten in Gefahr sieht. In Wahrheit haben Einheiten der Wehrmacht Erschießungen von Juden vielfach unterstützt. In Trent Park wird eben deutlich, dass die Wehrmacht an allen großen Kriegsverbrechen des Dritten Reiches beteiligt gewesen ist. Die Gefangenen sprechen über den Holocaust, auch die Beteiligung der Wehrmacht am Holocaust. Die Gefangenen sprechen über die Ermordung der sowjetischen Kriegsgefangenen, auch die Beteiligung der Wehrmacht daran. Die Gefangenen sprechen über die Euthanasie, Geiselerschießungen und so weiter. Und da in diesen Gesprächen wird eben deutlich, dass es nicht ausschließlich Verbrechen der SS, der Gestapo, des SD waren, sondern dass die Wehrmacht in führender Position an diesen Verbrechen beteiligt gewesen ist. Dennoch versuchen die Offiziere und Generäle der Wehrmacht von Anfang an die Verantwortung für alle Mordtaten allein der SS anzulasten.
Schon in ihrem luxuriösen Gefangenenlager legen sie sich eine entsprechende Verteidigungslinie zurecht. Die SS hat mit den Massenhinrichtungen Dinge getan, die eines Offiziers unwürdig waren. Und die ein jeder deutsche Offizier hätte ablehnen müssen. Es wäre politisch sehr erwünscht, wenn das deutsche Offizierskorps sagen würde, wir distanzieren uns von diesen Leuten. Ich weiß nicht, ob man mit dem Standpunkt durchkommt. Man kann sofort dagegenhalten und sagen, bitte, hier hat der deutsche Hauptmann sowieso oder der deutsche Oberst sowieso genau dasselbe gemacht wie die SS. Bei allem, was ich aussage, habe ich mir fest vorgenommen, es immer so zu drehen, dass das Offizierskorps reingewaschen wird. Rücksichtslos. Bis heute ist unbekannt, wie viele Wehrmachtssoldaten an den Verbrechen beteiligt waren. Doch selbst wenn es gemäß zurückhaltenden Schätzungen nur 5% waren, so wäre das allein an der Ostfront eine Zahl von insgesamt 500.000 Mann. In der NS-Ideologie gelten Russen, Juden und andere als Untermenschen. Das Feindbild vom jüdischen Bolschewismus war in der Wehrmacht weit verbreitet, selbst gegenüber einfachen Bauern. General Wilhelm von Thoma, einer der selbstkritischen Generäle, schildert ein erschütterndes Beispiel dafür. Da sagt der Hauptmann zum Oberleutnant: Ach, ich kann diese Bauerngesichter nicht mehr sehen. Zieht einen Revolver raus und schießt den Bauern, den er selber eingeladen hatte, über den Tisch weg, über den Haufen. Aber dafür ist er schwer verurteilt worden, der Hauptmann. Ja, jetzt warten Sie nur. Die Frau erhebt ein Mordsgeschrei, hockt sich mit ihren Kindern obendrauf auf den Ofen und hat geweint. Da sagt der Hauptmann zum Oberleutnant: Mach mir erst mal Ruhe da. Der zieht seinen Revolver raus und schießt die Frau über den Haufen. Da ist noch ein Mädel, ein 10-jähriger Bub und ein 2 Monate altes Kind. Plötzlich: Ja, die muss auch weg. Da hat er das Mädel totgeschossen. Jetzt der 10-jährige Bub. Der Hauptmann hat gesagt: Bringt den raus und schießt den draußen über den Haufen. Der ist mit Genickschuss auch umgebracht worden. Jetzt hat noch der kleine Balk von 2 Monaten da oben gehockt. Da sagt er: Raus mit dem Viech. Niedergeschlagen, beim Fuß gepackt und in den Schnee hinausgeschmissen. Ich schicke den Kriegsgerichtsrat dahin, sagt der Hauptmann. Die wir erschossen haben, das sind ja keine Menschen. Ich habe für beide die Todesstrafe, und zwar die öffentliche, durch Erschießen bei der Truppe beantragt. Die sind nicht bestraft worden. Die sind weggekommen zu so einer Strafkompanie. Der Soldat Peter Schilling will das alles nicht mehr mitmachen. Er zieht die Konsequenz. Unauffällig fährt er an die Schweizer Grenze. Ich lag etwas oberhalb der Straße an einem Rand von einer Bewaldung. Habe die Straße beobachtet und ich glaube, ich habe 1 oder 2 Streifen gesehen und hatte da einen gewissen Rhythmus entdeckt. Jetzt ist eine Streife gekommen. Dann wird es wahrscheinlich eine Viertelstunde dauern, bis die nächste Streife kommt oder so. Und ich dachte, ich muss runter, muss auf die Straße springen, muss dann über die Straße, muss in den Stacheldraht. Und der Stacheldraht, das war nicht einfach so ein Stacheldraht, sondern ein richtiges Drahtverhau. Da musste ich reinkriechen. Und ich wusste, in dem Moment, wo ich da reinkrieche, kann ich nicht mehr nach rechts und links ausweichen. Da kann man mich so abknallen wie einen Hasen. Und das war ganz, ganz grausam. Das ist das einzige Mal, wo ich fürchterliche, schlotternde Angst hatte. Als ich dann durchgekrochen war, wie ein Wahnsinniger, habe ich einen Knüppel gepackt und gegen die Bäume geschlagen und Geschrei gemacht. Und hier bin ich, ihr könnt mich nicht mehr kriegen und so weiter.
Und ich war auf der Schweizer Seite. Im besetzten Jugoslawien sind Angriffe von Partisanen oder Heckenschützen die am meisten gefürchtete Gefahr, besonders seit dem serbischen Aufstand im Herbst 1941. Die Wehrmacht reagiert mit brachialer Gewalt. Häufig werden Zivilisten getötet, oft willkürlich aufgegriffene Menschen, 20.000 insgesamt. Ein massiver Verstoß gegen das internationale Kriegsrecht. Oberst Wildermuth hat es erlebt. In Trent Park berichtet er einem Kameraden von diesem makabren Kapitel. Ich bekam auch den Befehl in Serbien. Für jeden deutschen Toten 100 Leute, für jeden Verwundeten 50 Leute erschießen zu lassen. Ich habe aber diesen Befehl nie ausgeführt. In einem serbischen Ort hat der Kommandant, wenn er 2 Tote und 3 Verwundete hatte, in der Ortschaft zusammengetrieben. 200 Serben für die Toten und 150 für die Verwundeten. Das sind 350 Mann. Und hat die erschießen lassen. Es sind dort etwa 2.400 Mann erschossen worden. Aber das sind Dinge, die nicht vorzukommen brauchen. Weil ich diesen Befehl durchgelassen habe, zum Beispiel. Und dafür kriegen sie mich und sagen, den Befehl hast du weitergegeben. Sage ich, gut, das muss ich ja machen. Das werde ich ja erschossen. Das ist meine Verteidigung. Aber eine moralische Verteidigung ist es nicht mehr. In Pančevo, nicht weit von Belgrad, ist die Stimmung im April 1941 besonders aufgeheizt. Hier leben sogenannte Volksdeutsche und 9 von ihnen sind während der Auseinandersetzungen mit Partisanen beim Einmarsch der Wehrmacht getötet worden. Und in der Nacht vor deren Beerdigung haben obendrein Unbekannte auf deutsche Soldaten geschossen. Einer wird getötet, ein zweiter schwer verwundet. Nun werden 38 Bewohner der Stadt willkürlich aufgegriffen. Ein Standgericht unter Leitung des Ortskommandanten der Wehrmacht verurteilt 36 von ihnen zum Tode. Beweise für ihre Schuld gibt es nicht. Die Verurteilten, von denen 18 erschossen und 18 erhängt werden sollten, wurden von bewaffneten Volksdeutschen aus Pančevo zum Friedhof geführt. Sie wurden von einer Gruppe deutscher Soldaten erwartet, die sich dort aufgereiht hatten. Es waren Soldaten des Infanterieregiments Großdeutschland. Vom orthodoxen Friedhof aus waren die Schüsse auf die beiden Deutschen abgegeben worden. Die ganze Prozedur sollte Abschreckung dienen. Ein Wehrmachtssoldat hat alles mit seiner Kamera festgehalten. Der Henker von Pančevo war ein Freiwilliger, Angehöriger der deutschen Minderheit, von Beruf Installateur. Auf der anderen Seite der Mauer vollziehen Wehrmachtssoldaten die Exekution selbst. Die Gefangenen, Generäle und Kommandeure der Wehrmacht in Trent Park waren durchaus der Meinung, dass die deutsche Seite gegen elementare Regeln der Menschlichkeit verstoßen habe. So Ferdinand Heim, lange Zeit Generalstabschef unter General von Reichenau. Sein Mitgefangener erzählt ihm von Babi Yar bei Kiew, dem Einsatzgebiet beider Generäle. Dort hatten Sonderkommandos der SS mehr als 30.000 Juden ermordet. Auch wenn die Zahlen nicht stimmen, ich meine, das sind doch absolut Dinge, die man als verbrecherisch bezeichnen kann. Oder eben auch als absolut wahnsinnig und verrückt. Genauso wie ich Pflichten habe, meiner Familie gegenüber.
meinem Volk gegenüber. Genauso habe ich als Volk selbstverständlich gewisse Regeln der Menschheit gegenüber zu beachten. Da ist doch gar kein Zweifel. Da kann ich mich doch nicht wie ein wildes Tier benehmen. General von Koltitz, wie Reichenau Truppenkommandeur an der Ostfront, hatte zu Hitler und seiner Partei ein eher distanziertes Verhältnis. In der Kriegsgefangenschaft schlägt er nachdenkliche Töne an und spricht als einziger aus, was andere kaum zu denken wagen. Die Generäle sind ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Wir sind mitschuldig. Wir haben ja mitgemacht. Und die Nazis beinahe ernst genommen, anstatt zu sagen, ach, lasst mich doch in Frieden mit eurem dummen Gequatsche. Ich habe meine Soldaten verführt, an diesen Mist zu glauben. Ich fühle mich auf das Äußerste beschämt. Vielleicht sind wir mehr schuldig als dieses ungebildete Viehzeug. Der Soldat Max Gotthardt, er hatte schon in Frankreich die Härte des Krieges erlebt, wird inzwischen mit seiner Einheit in Italien eingesetzt. Die Soldaten sind in Rückzugsgefechte verwickelt. Von Süden her rollen die Truppen der Alliierten das Land auf, seit die Italiener 1943 Mussolini abgesetzt und ihr Kriegsbündnis mit Hitler aufgekündigt haben. Auch hier leben die Lanzer in ständiger Angst vor Partisanen. Wir hatten nachher auf dem Rückmarsch einen Major Wiegand. Das war ein Feigling ersten Ranges. Der hat dann in Norditalien, das muss nördlich von Florenz gewesen sein, hat er in den Dörfern die Männer nach Deutschland geschickt zur Zwangsarbeit, um dort diese oder jene Frau zu erobern und Ähnliches. Das weiß ich ganz genau. Wie weit das jetzt Partisanen weiß ich, aber die Partisanen haben sich natürlich so weit wie möglich dann gerecht, wenn sie jemanden erwischten. Die brutale Partisanenbekämpfung der Wehrmacht ist keine Lösung. Sie verschärft die Probleme. Wir fanden dann manchmal drei Kameraden, die hatten die Kehle durchgeschnitten. Aber sie konnten ja niemanden erfassen. Die kannten sich ja aus in ihrem Gelände, wir aber nicht. Und das war deren Vorteil. In der Toskana, am Oberlauf des Flusses Arno, kommt es gelegentlich zu Schusswechseln mit den Partisanen. Am 11. April 1944 werden dabei zwei Deutsche getötet. In solchen Fällen reagiert die Wehrmacht nach einem immer wiederkehrenden Schema. Dann hieß es antreten und durchkämmen. Also das Gebiet wurde dann durchkämmt, also in Linie. Und wer erwischt wurde von denen, wurde gnadenlos umgebracht. Im Morgengrauen des 13. April 1944 umstellen Soldaten der Wehrmachtsdivision Hermann Göring die verstreuten Häusergruppen der Ortschaft Valuchole. Es war gegen 6 Uhr morgens. Ich hörte, wie die Tür aufging. Sie waren zu zweit. Komm, 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 sagten sie. Sie holten mich heraus. Ich war der Erste aus unserem Haus. Mit Fußtritten trieben sie mich hinunter auf die Piazza von Valuchole. Ich sehe die Menschen, alle verängstigt. Ich sehe meine Tante mit ihrem Kind auf dem Arm, das sie umschlungen hielt, und über ihr einen Mann mit einem Gewehr. Und er erschoss sie. Dann war da ein Junge, 10, 12 Jahre alt vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Er stand ganz aufrecht. Aber da kam einer mit seiner Pistole. Meine Großmutter ist im Haus meines Nachbarn Tornielli gestorben. Meine Mutter im Wohnzimmer und meine Frau zwischen der Toilette und dem Schrank. Auch das Kind, das seine Arme um ihren Hals geschlungen hatte. Am Abend sind 108 Menschen tot, alles unschuldige Zivilisten, darunter 43 Frauen und 22 Kinder. Die Aktion war kein Einzelfall. In Italien wurden auf diese Weise insgesamt 10.000 Zivilisten von der Wehrmacht getötet. Max Gotthardt war bei solchen Mordaktionen nur Zuschauer. Dennoch ist seine Bilanz äußerst selbstkritisch.
Ich bin als junger, hoffnungsfreudiger Mann, ich hatte immer Interesse für Literatur, für Musik, für all den Dingen und muss jetzt in den Krieg und bin als Mörder zurückgekommen. Nicht alle waren Mörder, aber allzu viele. Viele haben wenig zu verantworten, doch wenige zu viel. Als die Alliierten schon kurz vor Paris stehen, erteilt Hitler einen absurden Befehl. Er ordnet an: Paris darf nicht oder nur als Trümmerfeld in die Hand des Feindes fallen. Dietrich von Koltitz, inzwischen Wehrmachtbefehlshaber in der Stadt an der Seine, soll die Befehle ausführen. Doch er widersetzt sich dem Zerstörungsbefehl Hitlers. Nach seiner Gefangennahme in Paris wird er korrekt behandelt. Kurz zuvor hatte er mit der französischen Résistance heimlich einen Waffenstillstand geschlossen. Derselbe Mann, der zugab, er habe Juden ermorden lassen. Manchmal liegen Gut und Böse nah beieinander. Um Paris zu zerstören, hätte er allerdings auch gar nicht die Mittel gehabt. Seinen Mitgefangenen schildert er seine Reaktion auf den Trümmerfeldbefehl. Ich sagte dann, ich habe keine Kanonen, ich habe keinen Sprengstoff. Ich hab doch nur diesen vergifteten Flitzbogen, na, das Gewehr 98. Beim Abgeben der Posten habe ich noch ein Maschinengewehr schießen gesehen. Aber wie ich damit den Louvre anzünden soll oder die Genre de Dupité dem Erdboden gleich machen soll, das weiß ich nicht. Koltitz wurde 1947 aus der Kriegsgefangenschaft entlassen und lebte noch bis 1966. Er wurde mit militärischen Ehren beigesetzt. Eberhard Wildermuth, der sich in der Gefangenschaft so freimütig geäußert hat, trat nach dem Krieg in die FDP ein. Bis zu seinem Tod 1952 war er Bundesminister für Wohnungsbau. Max Gotthardt ist kurze Zeit in amerikanischer Kriegsgefangenschaft gewesen. Nach dem Krieg, inzwischen 26 Jahre alt, konnte er endlich seinen Traumberuf ausüben, Bibliothekar. Peter Schilling geht noch während des Krieges nach Frankreich und übt Widerstand gegen die Wehrmacht. Nach dem Krieg bekam er Schwierigkeiten in beiden Teilen Deutschlands. Seit 1962 lebt er in den Niederlanden. Auch in den höheren Rängen der Wehrmacht gab es Widerstand gegen Hitler. Wurden die Verschwörer durch das Wissen um Verbrechen motiviert? Oder erst durch den Verlauf des Krieges? Gleich zeigt die Wehrmacht ein ganz anderes Gesicht. Denn auch in ihren Reihen gab es Widerstand gegen Hitler. Bleiben Sie dran.